So, die nächste Runde steht an. Bevor wir loslegen, geben wir hier noch einen Talentpunkt vergeben. Jo. Talent erwerben. Haupttalente. Ja, das da machen wir. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Talent erwerben, das interessiert mich. Wir haben angeblich jetzt was zusätzliches Talent. Da gucken wir gleich mal. So, da gucken wir mal ganz kurz hier rein. Oh Mann, 28% der Aufträge abgeschlossen. Hier können wir was einsammeln. Okay, hier noch nicht. Hier 1 von 4. Das haben wir schon abgeschlossen. Hier haben wir auch abgeschlossen. Und hier haben wir auch 9 von 10. Gehen wir mal auf Kampf. Oh, da können wir einiges einsammeln. Besiege 40 schwarze Magier, ja, dann. Okay, 30 Kobolde haben wir schon. Was ist das? Siege 3, berüchtigte Gegner. Spinnen, 45. Okay, das soll ganz cool. Erkundung, oder haben wir, oh, da fällt noch, aber das ist noch alles gesperrt. Sehe ich gerade. Löse zwei Prüfungen Merlins Hammer. Machen schon insgesamt 6. Okay, und gut, das sind anscheinend noch einige. Handbuchseite, boah, da haben wir ja auch schon ganz viel. Im Hochland. Oder hoffen wir, dass wir das mal alles auf 100 kriegen. Hier, das ist. Da müssen wir noch identifizieren oder sowas. Ah, gucken wir da, Besenverbesserung steht da schon. Okay, dann müssen wir demnächst gucken. So. Die nächste Nebenmission kurz. Eine anspruchsvolle Lieferung. Jetzt haben wir da auch gerade die Sache durch, wo wir erworben, aktualisiert haben. Ganz kurz. So, da wollte ich erstmal gucken. Okay. Ey, cool, gucken wir da. Da kann man jetzt, weiß ich nicht, warte, das gucken wir jetzt, wie das dann gleich funktioniert. Das können wir dazu weisen. Ah, okay. Dann geht das schneller. Ja, das ist cool.
Aber ich gucke jetzt mal, dann gehen wir raus. Gehen wir drauf. Ne. Nee, das ist noch geiler. Ja, cool. Das ist cool. Gut. Wir haben jetzt so ein neues Blo-Set quasi. Und das können wir einfach sehr schon vom R2 machen. Können wir direkt auf rechts springen. Aber da kann schon noch viel mehr zaubern. Nee, das ist cool. Also muss ich jetzt persönlich sagen, das ist, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ich glaube, das geht auf Yamo. Bin ich wohl gespannt. Also das ist, ja, hört sich gut an. Da muss man dann, ja, ein bisschen selbst entscheiden, Sehen Sie sich um. was für einer Sinn macht. Wie es Set aussieht muss. Ja, ein klasse. Gut. Gucken wir mal jetzt weiter. Erst Wie mal kann ich kurz heute behilflich verkaufen. sein? Verkaufen Sie erst mal kurz. Okay. Nee. Komm, wir verkaufen. War ein Ekenplatz. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. So. Was können wir hier noch mal kaufen? Ein Rezept für einen Zaubertrank, der die Abklingzeit für Zaubersprüche des Trinkenden reduziert. Mächtigen Schadenstrank. Unsichtbarkeitstrank. Okay. Ich Eine kaufe weise mal. Entscheidung. Vielen Dank. Wissen wir was? Ich habe jetzt einfach mal alle gekauft. Oh, was können wir da noch? Fokustrank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was gekauft. Wir haben ja nicht wirklich was ausgegeben. So, dann gucken wir mal gerade hier bei L1. Was ist das jetzt nochmal? Das ist ein Zauber, Verteidigung, was zu trinken erhöht. 20 Sekunden lang, okay. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden 20 Sekunden. Erzeugt um einen Trinken herum einen Sturm. Okay. Ich mach die mal einfach jetzt drin. Ah, da sehen wir auch genau, was für das Rezept brauche. Für deine Hersteller. Okay, ja, super. Ja, wir müssen da unbedingt demnächst mal gucken, wie das geht. So, jetzt schauen wir mal. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Cambridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich habe nicht gern mit schwierigen Leuten zu tun, aber für eine Belohnung geht das schon. Nun gut. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen.
Okay, da haben wir anscheinend, ja, eine anspruchsvolle Lieferung. Okay, dann auf geht's. Oh, das ist ein bisschen. Levioso und Fliehkobra, jeder, Laufen wir oder fliegen wir gleich? der unverzeihlich ist. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Also ein Stück fliegen wir auf jeden Fall mal. Was Gucken hast du wir kurz. diesmal für mich auf Lager? Vielleicht kriegen wir es schnell gelöst. Und ansonsten probieren wir das später. Revelio. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Okay, jetzt können wir sie nur darüber laufen. Das haben wir ja dann super hinbekommen. Rebellion. Okay, da ist er geh schnell. Sehr schön, da haben wir direkt vernichtet. Gut, dann fliegen wir mal weiter. Ich weiß, was das Privilegium. Oh, nicht genug Malvenkraut. Okay, scheiße. Ach hier. Fiese Unholde. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt mal Malvenkraut, ne? Boah, müssen wir mal gucken, wo wir das herkriegen, weiß ich gar nicht. Ich wahrscheinlich von irgendeinem Händler. Da müssen wir uns schlau machen.
weil da könnte man die mehr die Aufgabe dann machen. Oh, das geht auch. Cool. Dann fliegen. Super. Muss man schon sagen, ja. Boah, wir brauchen Malvenkraut. Was da diese Ballons bedeutet in der Luft, weiß ich ehrlich. Weiß ich auch noch nicht, ob die ihre Bedeutung haben oder nicht. Ja. Oh, guck mal, da ist ein Dings. Was machen wir gerade? Ein quasi ein Checkpoint. Ah, hier drin. Rebellion. Konnten wir das auf jeden Fall hier nochmal gebrauchen. Scheint ja gerade eben ein bisschen was auskennen. Okay, da ist noch. Ja, da sind auch wirklich einige mehr die Aufgabe hier unterwegs. Weil das so fliegt, was cool. Rebellion. Akio. Incendio. Expelliarmus. Rebellion. Potato. Incendio.
Okay, was ist das? Kaputt? Repar. Repariere mal doch. Hallo? Da geht doch drüber. Revelio. Dann halt mit. So, was ist da noch? Anna Wolf. Ach hier. Incendio. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Revelio. So, dann sind wir ja quasi da. Oh, da gehen wir noch hier rein. Und ja, die Einheimischen nennen es das schiefe Haus wegen des seltsamen Winkels, in dem es in den Wurzeln des überhangenden Baumes sitzt. Dieser Pippin sollte längst hier sein. So, da ist es. Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha, keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Okay. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich?
Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Okay. Das kann ich gut gebrauchen. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Revelio. Der Barkeeper in Keenbridge hat immer einen Vorrat an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. So, bevor wir zurückgehen, schauen wir mal hier nach. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt. Revelio. Oh, das doch. Gruselig. Revelio. Etwas Brot drin wäre super. Revelio. Wie ein nettes kleines Örtchen. Revelio. So, dann fliegen wir mal zurück.
Revelio. Revelio. Ach hier. Revelio. So, aber machen wir doch schon mal so. Da gucken wir mal, ob man. Oh, ich drücke eben mal den Faltknopf. Ja, irgendwo eine bessere Ausrüstung krittern. Bevor wir verkaufen. Nee. Und Halsbekleidung. Und ein Outfit. Oh ja, da. Sache, ne? Ich kann genug danken, dass sie mir meine Karren gebracht haben. Ich habe gemalt wie besessen. Unglaublich, zu was einem solch Elend inspirieren kann. Das kaufe ich gerne. Gut, einen Vorrat zu haben, sage ich immer. Vorbeischauen. Kommen Sie gerne wieder, ja? Boah. 5000, cool. So, das wär's. Sie werden sicher zufrieden sein. So, jetzt müssen wir nochmal Geld sparen. Danke fürs Vorbeischauen. Kommen Sie gerne wieder, ja? Also, da müssen wir aufpassen, der hat ein neuer Besen, 5000.
Also gehen wir erstmal nur Sparkurs in Leer. So, was ist das hier? Murtlab Tentakeln sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben die Tentakel eine heilende Wirkung. Eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Ja, dann machen wir eine so kaputt. Revelio. Hast du in der verbotenen Abteilung gemacht? Was dachtest du, findest du dort? Okay. Cool. Ins Zentrum. Revelio. Das ist ja cool. Und ich erwarte noch nicht. So, jetzt aber mal flott zurück. Wir sind schon wieder ewig unterwegs. Ja, es gibt immer so viel zu entdecken. Es macht schon Spaß. Auf geht's nach Hogsmeade. Traue niemals einem zu. Ich. Ich kann mich stets darauf verlassen, dass man.
willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Pippin. Gleichfalls. Wenn man sich nicht selbst mit dieser Hexe herumschlagen muss, nimmt man gerne die Kosten in Kauf. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Okay, eine anspruchsvolle Lieferung abgeschlossen. Perfekt. Perfekt. Ich bedanke mich bei euch. Und weiter geht's wohl in Hogwarts. Ja, da haben wir auf jeden Fall den Schatten der Krypta, der Raum der Wünsche. Zwei Hauptmissionen. Genau. Das stimmt. Mache ich natürlich noch. Ah ne, guck mal da. Ist der in der Nähe? So, wo ist es? Da ohne. Da. Ja, wir reisen schon hin. Damit wir können beim nächsten Video direkt durchstarten. So, dann reisen wir. Was machen wir als nächstes? Mal reisen wir einfach hier hin. Wohl kaum zulassen. Aber Reveli. Es um einen Aufsatz zur Geschichte der Zauberei geht. Dann sagt sie. Perfekt. Dann nur, dass sie da ist für heute Feierabend. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr einmal reinschauen und liken. Super. Macht sehr viel Spaß. Bis dann. Ciao.